Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung in unserer Vorlesungsreihe How My Mind Has Changed. Ich möchte ein paar Sätze zu diesem Obertitel sagen, bevor ich unseren heutigen Redner Bernhard Schlink noch begrüßen werde. Der Titel How My Mind Has Changed ist eine Anleihe aus einer amerikanischen Zeitschrift mit dem Titel The Christian Century. The Christian Century erschien in Chicago und seit den 20er Jahren hat diese Zeitschrift öffentliche Intellektuelle danach befragt, wie sich denn ihre Position und ihr Denkweg im Laufe der Jahre verändert hat. Sie haben immer alle 10 Jahre Intellektuelle gefragt, was sich denn zugetragen hat. Und meine Idee war, also diesen Gedanken aufzunehmen und deswegen auch den englischen Titel beizubehalten, How My Mind Has Changed, das ist ja auch ein Begriff, der ein bisschen die Dinge in der Schwebe lässt, also habe ich mich selbst verändert oder haben die Verhältnisse meinen eigenen Denkweg verändert, das möge dann auch jeder der Vortragenden auf seine Weise beantworten. Heute wird Bernhard Schlink zu uns sprechen zum Thema Gerechtigkeit als Arbeit. Vielleicht sage ich ein paar Sätze dazu, weshalb ich Bernhard Schlink eingeladen habe und er auch freundlicherweise zugesagt hat, in dieser Reihe zu sprechen. Bernhard Schlink und ich sitzen seit 10 Jahren immer im Sommer in der Bibelstunde unseres Rabbis, wenn man so will, Zvi Blanchard, und wir sind beide als protestantisch erzogene deutsche Intellektuelle immer wieder aufs Neue verblüfft, begeistert, erstaunt, wie sehr einerseits wir in der christlich-jüdischen Tradition beheimatet sind, aber auch wie anders doch eine rabbinische Lesart sich, wie anders eine rabbinische Lesart aussieht, im Unterschied beispielsweise zu lutherischen Interpretationen des Alten Testamentes. Das waren im Grunde 10 Jahre, in denen auch das Verhältnis von Recht und Religion immer wieder Thema geworden ist und Thema gewesen ist. Bernhard Schlink und ich haben auch miteinander zusammengearbeitet in unserem Program on Religion and Politics. Bernhard Schlink war schnell bereit, dieses Projekt, als ich 2002 an die Humboldt-Universität kam, mitzutragen, und wir haben die Berliner Berliner Reden zur Religionspolitik gemeinsam verantwortet. Ich selber war dann Mitglied der Berliner Studien zum jüdischen Recht, also ich war sozusagen eine der theologischen Säulen eines Programmes, das insofern ja äußerst bemerkenswert ist, als im Rahmen der Berliner Studien zum jüdischen Recht zum ersten Mal eine Professur für jüdisches Recht in Deutschland etabliert worden ist. Also insofern sind wir von der Theologie Bernhard Schlink sehr, sehr dankbar dafür, dass er das Gespräch zwischen den Disziplinen des Rechts und der Theologie immer wieder aufrechterhalten hat. Und insofern, Bernhard, herzlichen Dank, dass du auch diesmal wieder zugesagt hast und dich an einem interdisziplinären Gespräch beteiligst. Ich gebe dir das Wort. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Rolf, für die freundliche Einführung. Es ist eine Freude, dass wir uns an dieser Universität gefunden und so vieles zusammen gemacht haben. Ich bin schon Emeritus, du wirst es. Ich hoffe, das läuft weiter und wir werden weiter auch den Berliner Studien zum jüdischen Recht verbunden bleiben. Gerechtigkeit ist Arbeit. Darüber werden wir uns rasch einig werden. Wo wir hinsehen, auf Reich und Arm, erste und dritte Welt, Kapital und Arbeit, Frauen und Männer, es gibt Ungerechtigkeit. Und sie ist so tief verwurzelt, an ihr haben so viele ihr Interesse, ihr verdanken so viele ihre Macht, dass sie zu beseitigen, wenn nicht überhaupt unmöglich, dann unendlich schwierig ist. Eben Arbeit.
Wir werden uns rasch einig, weil wir ein intuitives und intuitiv, wenn nicht gleiches, dann doch ähnliches Verständnis von Gerechtigkeit haben. Dass die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auseinandergeht, dass in der dritten Welt täglich 40.000 Kinder sterben, dass die Löhne stagnieren, während die Gewinne wachsen und dass Frauen für die gleiche Arbeit immer noch weniger verdienen als Männer, ist einfach nicht richtig. Die Welt ist reich genug, die Armen nicht ärmer werden, die Kinder nicht sterben, die Löhne mit den Gewinnen mitwachsen und Frauen wie Männer verdienen zu lassen. Dass es den einen gut und den anderen schlecht geht, ist nicht nötig und es verletzt unseren Sinn für Gleichheit. Das genügt für das intuitive Gerechtigkeits- bzw. Ungerechtigkeitsurteil. Aber die Intuition reicht nicht weit genug. Wenn wir über verschiedene kulturelle Kontexte hinweg über Gerechtigkeit reden, merken wir rasch, dass in anderen Kulturen keine Probleme darin gesehen werden, dass die Reichen auch die Mächtigen sind und immer reicher und mächtiger werden, dass Mädchen sterben oder überhaupt abgetrieben werden oder dass Frauen weniger Rechte und Chancen haben als Männer. Und auch wenn wir in unserem kulturellen Kontext bleiben und stehen, sehen wir, wie über die Todesstrafe, die Ehe für alle, die Aufnahme von Flüchtlingen oder darüber geredet wird, welche Hilfe der Gesellschaft der verdient, der seine hilflose Lage selbst verschuldet hat. Wir stellen rasch fest, dass keine Einigkeit darüber besteht, was Gerechtigkeit ist und in den genannten Fällen verlangt. Der Grund für diese Uneinigkeit wird gelegentlich darin gefunden, dass es Gerechtigkeit eben nicht gebe. Es gebe verschiedene Vorstellungen von Gerechtigkeit, in denen verschiedene Vorstellungen von dem ihren Niederschlag fänden, was moralisch, nützlich, gesellschaftlich anerkannt, politisch erfolgreich oder rechtlich geboten sei. Alles zeit- und ortgebunden, alles letztlich subjektiv. Einen objektiv geltenden, allgemein verbindlichen Begriff und Maßstab der Gerechtigkeit gäbe es nicht. Zumal die klassische Gerechtigkeitsformel jedem das Seine sei eine Lehrformel, denn sie lasse offen, was es denn sei, dass jeder als das Seine betrachten und beanspruchen dürfe. Darauf aber komme es entscheidend an. Und darüber gingen die Vorstellungen eben weit auseinander. Hans Kelsen argumentiert so in seiner Schrift »Was ist Gerechtigkeit?« Und als Doktorand war ich von der Klarheit und Nüchternheit, mit der Hans Kelsen die Projektionen, Mystifikationen und ideologischen Versatzstücke der Staatsrechtswissenschaft entlarvt, so fasziniert, dass ich ihm auch bei seiner Entlarvung des Bemühens um einen allgemein verbindlichen Begriff und Maßstab der Gerechtigkeit als Blendwerk folgte. Vielleicht hatte es auch mit meinem Alter zu tun. Es gibt im Leben des Wissenschaftlers, wie auch im Leben der Wissenschaft Alter, in denen die Überwältigung durch die Welt so groß ist, dass an die Stelle der Beschäftigung mit ihr die Beschäftigung mit dem tritt, was man über sie wissen kann und die Beruhigung, dass man über vieles nichts wissen kann und dann auch nichts sagen muss. Ich war, als ich bei der Arbeit an meiner Dissertation der Welt des Rechts ausgesetzt und von ihr überwältigt war, froh, mich in der Tradition Kelsens und der analytischen Philosophie vom Problem der Gerechtigkeit als einem Scheinproblem überlegen abwenden zu können. Juristen können durchaus ohne die Vergewisserung über das, was Gerechtigkeit ist und will, arbeiten. Sie können ohne die Vergewisserung sogar das positive Recht so kritisieren, wie dies früher nur unter Berufung auf überpositive, natur- oder vernunftrechtliche Vorstellungen von Gerechtigkeit möglich war. Denn die Grundrechte, an die Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung gebunden sind, enthalten hinreichend viel von den traditionellen Gerechtigkeitsvorstellungen, sodass die frühere natur- und vernunftrechtliche Gerechtigkeitskritik heute als grund- und verfassungsrechtliche Kritik rekonstruiert werden kann.
Aber die Suche nach Gerechtigkeit als Auftrag und Maßstab für die Gestaltung von Staat und Gesellschaft geht über die grund- und verfassungsrechtliche Kritik vorgefundener rechtlicher Lösungen einzelner Problemfälle hinaus. In ihr fanden schließlich auch meine Freude an der Rechtswissenschaft, das moralische Vermächtnis meines protestantischen Elternhauses und mein linkes politisches Engagement zueinander. Als ich Rechtsphilosophie zu unterrichten anfing, mochte ich mich nicht mehr mit dem analytisch-philosophischen Zugang begnügen, mit dem ich die Venia für Rechtsphilosophie erworben hatte, sondern mich auf die Gerechtigkeitsprobleme der Welt und die Gerechtigkeitslösungen der Tradition einlassen. Lehrformeln? Die Gerechtigkeitsformel, jedem das Seine, geht von Gerechtigkeit als Verteilungsproblemen aus. Gerecht ist die Mutter, die den Kuchen unter den Kindern richtig aufteilt, der Arbeitgeber, der den Arbeitnehmern den Lohn richtig zumisst, der Staat, der den Bürgern mit seinen Forderungen und seinen Wohltaten richtig begegnet, wobei richtig bedeutet, dass jedem das Seine zuteil wird. Streitig war und ist in der Tat, was das Seine ist und ob es nach Würdigkeit, nach Leistung und Verdienst oder nach Bedürftigkeit zu bemessen ist. Soll der Erstgeborene ein größeres Stück vom Kuchen bekommen oder die Tochter, die die besten Noten nach Hause bringt? Oder der Kleine, der krank und traurig ist? Immerhin lässt sich eine geschichtliche Entwicklung verzeichnen. From status to contract, vom Rechtsstaat zum Sozialstaat, von der Armenpflege zur Sozialhilfe, in deren Verlauf die Orientierung an Würdigkeit, hinter der an Leistung und Verdienst zurückgetreten, und die Orientierung an Bedürftigkeit, neben der an Leistung und Verdienst immer stärker zur Geltung gelangt ist. Bei Bedürftigkeit wird heute nicht mehr danach unterschieden, was sie verursacht hat und ob sie selbst verschuldet oder unverschuldet ist. Auch da, wo früher nur auf Hochherzigkeit und Mildtätigkeit gehofft werden konnte, besteht heute ein Rechtsanspruch auf Sozialhilfe. Die Frage, wie die Sozialhilfe zu bemessen ist, gilt dem, was das Seine eines Menschen ist, was er braucht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und auf seine Weise am sozialen und kulturellen Leben teilhaben zu können. Aber dass sich eine geschichtliche Entwicklung bei dem, was das Seine ist, verzeichnen lässt, scheint nur die Kritik zu bestätigen, die Gerechtigkeitsformel sei zeit- und ortgebunden. Subjektiv eben. Ihr gilt noch eine weitere, ebenfalls grundsätzliche Kritik. Die Gerechtigkeitsformel, so die Kritik, kenne als Stoff der Gerechtigkeit nur materielle Güter, in größeren und in kleineren Mengen beliebig verteilbar, weil beliebig teilbar. Sie können nur mit Geld und dem, was Geld kaufen könne, zu funktionieren beanspruchen, nicht aber mit Rechten, Positionen und Chancen, dem Selbstbewusstsein und der Selbstachtung, ohne die Menschen materielle Güter gar nicht als Mittel der Selbstverwirklichung begreifen, der wechselseitigen Anerkennung, ohne die sie kein Selbstbewusstsein und keine Selbstachtung entwickeln könnten. Überdies sei gerechtigkeitsrelevant auch, woher die Güter kämen, wer sie wie erzeugt habe, wer sie wie beschafft habe und vorhalte und wer über die Erzeugung, Beschaffung, Vorhaltung und Verteilung entscheide und in welchen Institutionen und Verfahren entschieden werde und wie gerecht die Institutionen und Verfahren seien. Die klassische Gerechtigkeitsformel greife also, so die Kritik, in mehrfacher Hinsicht zu kurz. Sie verkenne, dass es bei Gerechtigkeit nicht allein und auch nicht zuerst um materielle Güter gehe. Und sie vernachlässige die gesellschaftlichen Kontexte, in denen die Verteilung stattfinde.
Zur Illustration führt die Kritik Beispiele an. Die afrikanisch-amerikanischen Schauspieler und Schauspielerinnen in Hollywood, die sich darüber empören, dass sie im Fernsehen Kriminelle und Chauffeure, Dirnen und Hausmädchen spielen müssen, aber wenig Rollen mit Autorität und Ausstrahlung bekommen, wollen nicht mehr Gage, sondern eine andere kulturelle Bilder- und Symbolwelt und die Chance, sie zu gestalten und darzustellen. Den Arbeitern und Arbeiterinnen, die sich gegen die angekündigte Schließung einer Fabrik wehren, bei der sie arbeiten, geht es nicht um Lohn, mehr Lohn, sondern darum, dass die Fabrik weiter betrieben wird. Vom alten oder einem neuen Eigentümer oder vielleicht von ihnen selbst, als Voraussetzung dafür, dass sie in Arbeit und Lohn bleiben. Minderheiten, die politisch und gesellschaftlich unterdrückt werden, wollen nicht mehr Geld und auch nicht mehr von der abstrakten Größe Macht, sondern politische und gesellschaftliche Institutionen, in denen sie gleichberechtigt mitberaten und mitbestimmen können. Aber hier liegt nicht das Problem der klassischen Gerechtigkeitsformel. Unter die zu verteilenden Güter lässt sich mehr fassen als nur materielle Güter. Auch von Rechten, Positionen und Chancen, Bildung, Ausbildung und Arbeit gibt es mehr und weniger und lässt sich entsprechend mehr und weniger zuteilen. Die afrikanisch-amerikanischen Schauspieler und Schauspielerinnen wollen denn auch mehr bessere und weniger schlechtere Rollen. Zum anderen ist zwischen einer Verteilung und den Voraussetzungen für eine Verteilung zu unterscheiden. Ehe etwas gerecht verteilt werden kann, muss es da sein. Und es zu finden oder zu beschaffen, kann ein weiteres Gerechtigkeitsproblem aufwerfen. Die Schließung einer Fabrik, die noch rentabel betrieben werden und Arbeit und Lohn bieten kann, ist eher ein Gerechtigkeitsproblem als die Schließung einer Fabrik, die sich schlechterdings nicht mehr rentiert. Schließlich mag Macht eine abstrakte Größe sein, sie nimmt aber als Einfluss, Entscheidung und Kontrolle eine konkrete Gestalt an, in der sie Individuen und Kollektiven mehr oder weniger zustehen und entsprechend auch verteilt werden kann. So geht es unterdrückten Minderheiten, die politische und gesellschaftliche Institutionen fordern, in denen sie gleichberechtigt mitberaten, mitbestimmen können, durchaus um mehr Macht. Die Frage, ob es von allem wie von materiellen Gütern mehr oder weniger gibt, ist für die andere Frage, wie leistungsfähig die klassische Gerechtigkeitsformel ist, aber letztlich auch ohne Bedeutung. Die Gerechtigkeitsformel geht zwar von Gerechtigkeit als Verteilungsproblem aus, aber verteilt werden keine materiellen Güter, noch auch sonst ein mehr oder weniger. Die Gerechtigkeitsformel verlangt, jedem das Seine zu geben. Dabei ist das Seine das Gleiche, wenn nicht begründbar und den Betroffenen vermittelbar ist, dass es etwas anderes sein soll. Die Verschiebung der Vorstellung, das Seine bestimme sich nach Würdigkeit, zur Vorstellung, es bestimme sich nach Leistung und Verdienst und mehr nach Bedürftigkeit, ist die Verschiebung der Begründbarkeit und Vermittelbarkeit von Ungleichheit. Das Bedürftige, ob durch äußere Ursachen oder eigenes Verschulden bedürftig geworden, vom Staat nicht derart gleich behandelt werden, dass sie wie alle anderen ihren Lebensunterhalt bestreiten und auf ihre Weise am sozialen und kulturellen Leben teilhaben können, war früher, ist aber heute nicht mehr begründbar und den Betroffenen vermittelbar. Natürlich bekommen Bedürftige auch Güter, materielle Güter und mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben auch immaterielle Güter. Und insgesamt vielleicht sogar die Chance, Selbstbewusstsein, Selbstachtung und Anerkennung zu gewinnen. Aber das ist die Folge einer Begründungs- und Vermittlungsargumentation,
die die Gerechtigkeitsformel fordert und eröffnet, nicht deren unmittelbares Ergebnis. Die Gerechtigkeitsformel verteilt keine Güter, sie verteilt Argumentationslast. Unter der Gerechtigkeitsformel trägt, wer eine Ungleichbehandlung für gerecht hält, die Last, die Ungleichbehandlung als begründbar und den Betroffenen vermittelbar zu argumentieren. Das ist die Arbeit, die ich im Titel des Vortrags meine und von der ich im Weiteren handeln werde. Es ist die Begründungs- und Vermittlungsarbeit, durch die die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit von Ungleichbehandlungen festgestellt wird, aber auch die Arbeit der Bestimmung der Hinsicht, in der von Gleichheit auszugehen ist. Ich rede zuerst von der Begründungs- und Vermittlungsarbeit bei den Ungleichbehandlungen. Ungleichbehandlung begegnet in zweierlei Gestalt. Eine gewissermaßen klassische Ungleichbehandlung liegt vor, wenn offensichtlich ist, dass Personen durch Eingriffe oder Leistungen bei Verfahren oder Entscheidungen verschieden behandelt werden, obwohl sie unter einen gemeinsamen Oberbegriff fallen, der sie miteinander vergleichbar macht. Beispiele sind unterschiedliche Behandlungen von Opfern politischer Verfolgung, von Kriegs- und Bürgerkriegs und von Wirtschaftsflüchtlingen. Für alle lässt sich ein gemeinsamer Oberbegriff finden. Unterschiedlicher Lohn für Frauen und Männer oder die unterschiedliche Finanzierung von neu gegründeten und bereits etablierten Privatschulen. Eine Ungleichbehandlung, für die die Gerechtigkeitsformel Begründbarkeit und Vermittelbarkeit fordert, liegt aber auch vor, wenn Personen ihre Freiheit genommen oder verkürzt wird. Wenn zum Beispiel eine Strafe verhängt, eine Demonstration aufgelöst oder ein Buch verboten wird. Freiheitseingriffe können, weil sie stets vergleichbare Personen finden, in deren Freiheit nicht eingegriffen wird, als Ungleichbehandlungen reformuliert werden und umgekehrt. Als Beleg mag genügen, dass die deutsche und die österreichische Verfassung ausdrücklich spezielle Freiheiten verbürgen. Die nicht ausdrücklich und speziell verbürgten Freiheiten aber durchaus auch schützen wollen und dass diesen allgemeinen Freiheitsschutz das deutsche Bundesverfassungsgericht über die Gewährleistung der allgemeinen Handlungsfreiheit und der österreichische Verfassungsgerichtshof über den allgemeinen Gleichheitssatz bewerkstelligt. Dass eine Ungleichbehandlung begründbar sein muss, verweist auf die Rationalitätsstandards der Zeit und des Ortes, an dem die Ungleichbehandlung erfolgt. Es gab und gibt unterschiedliche Rationalitätsstandards, heute andere als früher, hier andere als dort. Die Diskriminierung von Frauen im 19. Jahrhundert zu geißeln, als sei sie heutig, und die Diskriminierung von Homosexuellen in Russland zu schelten, als habe sie nicht auch hier erst vor kurzem geendet, ist einfältig. Aber darum herrscht bei der Begründbarkeit nicht etwa Beliebigkeit. Wieder lassen sich Entwicklungen verzeichnen. Von der Begründbarkeit damit, wie eine Person ist, zur Begründbarkeit damit, was sie tut, von der Begründbarkeit mit Wesensaussagen zur Begründbarkeit über Zweckbestimmungen, von der Begründbarkeit allein gegenüber der eigenen Umwelt zur Begründbarkeit auch gegenüber anderen Umwelten und unter dem Vorzeichen der Globalisierung gegenüber der Welt. Dass Frauen ungleich zu behandeln seien, weil sie eben einfach anders seien, dass Bürger und Bürgerinnen alles für den Staat tun müssten, weil das zum Wesen der Staatsbürgerschaft gehöre, dass die geschlechtliche Verstümmelung von Frauen dort gerechtfertigt sei, wo der Stamm oder das Land sie akzeptiere, reicht nicht mehr. Beliebigkeit ist aber auch dadurch ausgeschlossen, dass es zwar um normative Fragen geht,
die Antworten aber voller empirischer Komponenten sind. Begründet wird eine Ungleichbehandlung meistens dadurch, dass sie als verhältnismäßig ausgewiesen wird, das heißt, dass gezeigt wird, dass sie einem legitimen Zweck dient, dass sie zur Erreichung dieses Zwecks nicht nur geeignet, sondern erforderlich ist und dass der Zweck hinreichend bedeutsam ist, den mit der Ungleichbehandlung verbundenen Verlust an Lebensqualität gewissermaßen aufzuwiegen. Die Prüfung der Geeignetheit und der Erforderlichkeit ist eine empirische Frage. Zwischen der Ungleichbehandlung und dem Zustand, in dem der Zweck als verwirklicht zu betrachten ist, besteht entweder eine durch bewährte Hypothesen über die Wirklichkeit vermittelte Zusammenhang oder er besteht nicht. Die Vorratsdatenspeicherung ist für die Bekämpfung der Kriminalität, besonders der organisierten Kriminalität, entweder geeignet und erforderlich oder sie ist es nicht. Immer wieder gibt es freilich Ungewissheit über die Empirie und führt zur Frage, wen bei Ungewissheit die Beweislast trifft, den, der die Ungleichbehandlung begründen oder den, der sie abwehren will. Es ist eine Frage, die je nach dem Grad der Ungewissheit und je nach der Art und dem Gewicht der Ungleichbehandlung verschieden zu beantworten ist, ein weites Feld. Dass eine Ungleichbehandlung den Betroffenen vermittelbar sein muss, bedeutet, dass sie sich weder über deren Erwartungen einfach hinwegsetzen darf, noch auch deren Erwartungen einfach genügen muss. Sie soll mit ihrer Begründung verständlich dargeboten werden, noch bevor sie entschieden und durchgesetzt wird. Die Betroffenen sollen vorab die Gelegenheit zu Äußerungen und Anregungen haben. Und wenn die Ungleichbehandlung unschwer durch eine Modifikation oder eine Entschädigung akzeptabel gemacht werden kann, soll sie auch entsprechend akzeptabel gemacht werden. Aber oft werden die Betroffenen sie nicht akzeptieren, sondern sich ihr lediglich fügen. Dadurch wird die Ungleichbehandlung desto weniger problematisch, je mehr sie in ähnlichen Situationen von ähnlich Betroffenen akzeptiert wird. Wer entscheidet, ob der Argumentationslast, die das distributive Gerechtigkeitsparadigma auferlegt, genügt ist? Die, die unter der Ungleichbehandlung zu leiden haben, oder auch die, die von ihr profitieren, oder sogar alle Angehörigen des Gemeinwesens, in dem die Ungleichbehandlung passiert? Wie, wenn sie sich nicht einig werden? Wird abgestimmt und wenn, nach welchen Verfahrensregeln? Soll es der absoluten oder der relativen oder einer qualifizierten Mehrheit bedürfen? Auch das ist ein weites Feld und auch hier sind die Fragen von Situation zu Situation verschieden zu beantworten. Dabei ist offenkundig, dass der Entscheidung tunlich eine Auseinandersetzung der und mit den Betroffenen vorausgeht, eine Auseinandersetzung über die Ungleichbehandlung und, wenn es nicht bereits geklärt ist, auch über die Institutionen und Verfahren, in denen über die Begründbarkeit und Vermittelbarkeit der Ungleichbehandlung diskutiert und entschieden wird. Die Begründung und die Vermittlung gelingen umso besser, je mehr sie in etablierten Institutionen und bewährten Verfahren die Sicht der Betroffenen aufgreifen, auf deren Bedürfnisse und Interessen eingehen und ihnen gegenüber die Ungleichbehandlung als verhältnismäßig rechtfertigen. In dem argumentativen Verfahren, das die Gerechtigkeitsformel eröffnet, ist von Gleichheit auszugehen und sind Ungleichbehandlungen als begründbar und vermittelbar auszuweisen. Die Gerechtigkeitsformel fordert keine Ungleichbehandlungen. Sie erlaubt sie, wenn sie begründbar und vermittelbar sind. Soziale Gerechtigkeit ist nicht einfach Gerechtigkeit irgendwie entfaltet für den Bereich des Sozialen, sondern ein Gefüge begründbarer und vermittelbarer Ungleichbehandlungen. Das gilt auch für Wahlgerechtigkeit, Steuergerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Wehrgerechtigkeit und was der spezifischen Gerechtigkeiten mehr ist. Stets geht es um Gleichheit
und um zusätzliche Argumente, die Ungleichbehandlungen rechtfertigen sollen, um Argumente dazu, wie die Bürger und Bürgerinnen leben, an den zu treffenden Entscheidungen und zu tragenden Lasten beteiligt werden, Zugang zu Bildung haben oder Verantwortung für die Verteidigung übernehmen sollen. Die Gleichheit, von der auszugehen ist, ist jeweils vorab zu bestimmen. Unsere Vorstellung von sozialer Gleichheit geht davon aus, dass alle Bürger und Bürgerinnen gleichermaßen in der Lage sein müssen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und am sozialen und kulturellen Leben teilzuhaben, wenn nicht aus eigener Kraft, dann mit Hilfe des Staats. Unsere Vorstellung von Steuergerechtigkeit legt allen Bürgerinnen und Bürgern eine progressiv gleiche Steuerlast auf. Unsere Vorstellung von Wahlgerechtigkeit setzt mit dem Verhältniswahlsystem für die Stimme jeder Bürgerin und jedes Bürgers den gleichen Zählwert und den gleichen Erfolgswert an. Diese Ausgangsgleichheiten könnten auch anders bestimmt werden. Soziale Gerechtigkeit könnte von den materiellen Grundbedürfnissen ausgehen und die immateriellen aussparen. Steuergerechtigkeit könnte sich mit einer prozentual gleichen Steuerlast begnügen. Und Wahlgerechtigkeit könnte unter dem Mehrheitswahlsystem den Stimmen lediglich gleichen Zählwert zuerkennen und auf den gleichen Erfolgswert verzichten. Die Gleichheit, von der die Gerechtigkeitsvorstellung jeweils ausgeht, kann in Frage gestellt und muss dann ihrerseits begründet und vermittelt werden. Das ist der andere Teil der Gerechtigkeitsarbeit. Dabei erweist sich die Ausgangsgleichheit oft als eine Ungleichbehandlung, die bzw. deren Begründung und Vermittlung selbstverständlich geworden sind. Bei der Ausgangsgleichheit der sozialen Gerechtigkeit ist selbstverständlich geworden, dass die, die ihre Grundbedürfnisse nicht aus eigener Kraft bestreiten können, etwas bekommen, das die anderen nicht bekommen. Mit der progressiv gleichen Steuerlast wird als selbstverständlich akzeptiert, dass die Bürger und Bürgerinnen verschiedener Einkommen ungleich getroffen werden. Mit der Ausgangsgleichheit des gleichen Zähl- und gleichen Erfolgswerts unter dem Verhältniswahlsystem werden nicht alle Wahlsieger und Siegerinnen gleich behandelt wie unter dem Mehrheitswahlsystem, sondern alle Wähler und Wählerinnen. Hier wurde eines von zwei alternativen Wahlsystemen selbstverständlich, die beide ihre demokratischen Traditionen haben und für die beide sich Repräsentations-, Stabilitäts- und Effektivitätsargumente vorbringen lassen. Alle diese Selbstverständlichkeiten können in Frage gestellt und müssen und können dann begründet und vermittelt werden. Auf der Grundlage dieser Ausgangsgleichheiten schaffen Politik, Gesetzgebung und Verwaltung Gefüge von Ungleichbehandlungen, die, wenn sie begründbar und vermittelbar sind, auch gerecht sind. Das Sozialrecht regelt entsprechend, was verschiedene Menschen in verschiedenen Lebenssituationen für die Bestreitung des Lebensunterhalts und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben brauchen. Das Wahlrecht, ab welchem Alter und in welcher Weise die Bürger und Bürgerinnen wählen und welchen Wert ihre Stimme hat. Und das Steuerrecht, welche verschiedene Steuerlast die Progression bei verschiedenen Einkommen auferlegt. Verschiedenen Kategorien von Menschen widerfährt rechtlich Verschiedenes. Innerhalb der verschiedenen Kategorien muss wiederum Gleichheit herrschen und ist Ungleichbehandlung, wenn sie nicht als Ausnahme begründbar und vermittelbar ist, Willkür. Nicht begründbar und vermittelbar sind unverhältnismäßige Regelungen und Entscheidungen. Im Geschäft der rechtlichen und gerichtlichen Überprüfung von Gesetzen und Verordnungen, Verwaltungs- und Gerichtsentscheidungen ist Verhältnismäßigkeit die kleine Münze der Gerechtigkeit. Die gerechte Ordnung von Staat und Gesellschaft erweist sich damit als ein Gefüge von einer aufeinander aufbauenden, begründbaren und vermittelbaren Gleichheitsannahmen und begründbaren und vermittelbaren Ungleichbehandlungen.
Auf der Grundannahme der Gleichheit aller Bürger und Bürgerinnen bauen soziale, steuer- und wahlbezogene Gleichheitsannahmen auf, die tatsächlich selbstverständlich gewordene Ungleichheitsbehandlungen sind. Im Sozial-, Steuer- und Sozialrecht werden Kategorien gebildet und ungleich behandelt, was wiederum begründbar und vermittelbar sein muss. Und innerhalb der Kategorien gilt wieder ein Gleichheitsgebot, das für begründbare und vermittelbare Ungleichbehandlungen Ausnahmen erlaubt. Vieles, was geregelt und entschieden wird, ist gerechtigkeitsneutral. Welche Ziele Politik verfolgt, ist weit offen. Grundsätzlich fordert Gerechtigkeit weder die Verfolgung bestimmter Ziele noch die Ungleichbehandlungen, die in Verfolgung der Ziele geschehen. Sie verlangt lediglich, dass, wenn Ungleichbehandlungen erfolgen, sie gerecht geschehen. Sie verlangt, dass jedem das Gleiche zuteil wird, wenn nicht begründbar und vermittelbar ist, dass es etwas anderes sein soll. Und dieses andere kann vielerlei Verschiedenes und dabei gleichermaßen gerecht sein. Mit all dem stiftet Gerechtigkeit nicht eigentlich eine gerechte Ordnung von Staat und Gesellschaft, sondern bestimmt nur die Bedingungen, denen die Ordnung von Staat und Gesellschaft genügen muss, um Gerechtigkeit zu sein. Gerechtigkeit gibt auch nur selten Antworten auf die drängenden politischen Fragen. Dass die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, den Deutschen als Menschen gleich sind, beantwortet noch nicht die Frage, ob sie oder wie viele von ihnen hier Aufnahme finden sollen. Ein Land trägt für Fremde nicht die gleiche Verantwortung wie für die Seinen. Nicht, dass es für Fremde keine Verantwortung trüge. Soweit es durch die globalen politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen zum Entstehen von Not in der Fremde beiträgt, schuldet es auch einen Beitrag zur Behebung der Not. Von der Verpflichtung, die Schäden zu beseitigen, die man verursacht hat und für die man verantwortlich ist, sind Ausnahmen zulasten von Fremden nicht begründbar und nicht vermittelbar. Und zur Beseitigung kann auch gehören, in Not geratenen Fremden Aufnahme zu gewähren. Aber über diese Konstellation geht die gegenwärtige Situation hinaus und aus dem Gemenge von demografischem Eigeninteresse, selbstloser Hilfsbereitschaft, vertraglichen Verpflichtungen, europäischen Rücksichten und schierer Überwältigung, unter dem sich der Zuzug von Flüchtlingen vollzog und vollzieht, weist nicht Gerechtigkeit den Weg. Soweit allerdings der Zuzug nach Kriterien erfolgt, gesteuert und kontrolliert wird, gilt für die Bildung und die Verwaltung der Kriterien das Gleichheitsgebot. Gerechtigkeit verlangt Gleichheit und indem sie für Ungleichbehandlungen Rechtfertigungen fordert und Ungleichbehandlungen ächtet, die nicht begründbar und vermittelbar sind, entfaltet sie sprengende, verändernde Kraft. Sie richtet sich gegen ungeprüft Überkommenes und ungefragt Übernommenes, gegen Privilegien, Vorurteile, Diskriminierungen und Ausgrenzungen. Sie trägt die Forderung nach Demokratie. Verfassungen, die nicht alle Bürger und Bürgerinnen, sondern nur eine bestimmte Klasse oder Rasse, Religion oder Partei über den Weg entscheiden lassen, den Staat und Gesellschaft nehmen, sind heute selbst da kaum noch begründbar und vermittelbar, wo ihre Abschaffung ein Traum bleibt. Aber auch Institutionen, die wie Kammern, Universitäten und Kirchen Mitglieder haben, können diese von den zu treffenden Entscheidungen nicht mehr ausschließen. Begründbar und vermittelbar ist lediglich, dass sie ihnen nach Kompetenz, Beteiligt und Betroffenheit unterschiedliche Anteile an der Entscheidungsmacht geben. Bei der Europäischen Union führen die beiden gegenläufigen Prinzipien der Gleichheit der Mitgliedstaaten und der Gleichheit der Bürger und Bürgerinnen zu Kompromissen, die für beide Seiten begründbar und vermittelbar sein sollen, aber nicht zu Recht sind und halten damit ein ungelöstes Verfassungsproblem virulent. Das kritische Potenzial der Gerechtigkeit ist größer als ihr konstruktives. Mit ihrer sprengenden, verändernden Kraft leitet Gerechtigkeit den Kampf gegen Fremdbestimmung, Unterdrückung und Willkür,
führt aber nicht gleichermaßen eindeutig zu einer gerechten Sozialordnung, einem gerechten Steuer- und Wahlsystem, einem gerechten Wehr- und Bildungswesen. Zum Kampf braucht es nur die Forderung nach Gerechtigkeit und natürlich Mut, Tatkraft und Beharrlichkeit. Die Gestaltung von Staat und Gesellschaft verlangt die Berücksichtigung und Abstimmung vieler Positionen und Interessen, Konflikte, Finanzen und Ressourcen. Gerechtigkeit kann dabei nur ein ständiges Korrektiv sein. Für das gute Leben sorgt ohnehin nicht nur die Gerechtigkeit. Dafür braucht es auch Freundlichkeit, Klugheit und Schönheit. Gerechtigkeit kann keine Auskunft geben, wie dem Zustrom der Flüchtlinge zu begegnen ist. Die Barmherzigkeit hält uns an, um der eigenen Würde und der Würde der anderen willen auch da zu helfen, wo Gerechtigkeit keine Verantwortung zuweist und keine Verpflichtung auferlegt. Ohne ineinander überführt werden zu können, sind Gerechtigkeit und Barmherzigkeit einander nicht fremd. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gewinnen beide ihre praktische Kraft aus der grundlegenden Gleichheitserfahrung, dass wir im anderen uns selbst und in uns selbst dem anderen begegnen. Zwar rechtfertigt sich Gleichheit als Voraussetzung der Gerechtigkeit schon daraus, dass Gleichheit eine schwächere Voraussetzung als jede Ungleichheitsprämisse ist. Aber die Voraussetzung der Freude an der Gerechtigkeit und des Einsatzes für sie ist wie die Voraussetzung des freudigen Einsatzes für Barmherzigkeit die Solidarität, die aus der grundlegenden Gleichheitserfahrung lebt. Ich komme zum Ende. Gerechtigkeit ist Arbeit, nicht nur die Arbeit der Verwirklichung des als gerecht Erkannten, sondern zuallererst die Arbeit zu erkennen, was, weil eine nicht rechtfertigbare und nicht vermittelbare Ungleichbehandlung ungerecht und zu verhindern oder zu beseitigen ist. Diese Arbeit wird zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Orten auf unterschiedliche Weise und unter unterschiedlichen Rationalitätsstandards geleistet. Aber darum ist sie nicht einfach subjektiv. Zum einen lässt sich für die Rationalitätsstandards eine Entwicklung verzeichnen, aus dem man nicht nach subjektivem Belieben herausspringen kann. Zum anderen und vor allem gibt die Gerechtigkeitsformel der Suche nach Gerechtigkeit das Ziel und den Weg vor. Die Gerechtigkeitsformel ist keine Lehrformel. Gerechtigkeit ist kein schöner Traum. Gerechtigkeit kann erkannt und kann verwirklicht werden. Das ist Arbeit, aber was das wichtig und wertvoll ist, wäre keine Arbeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.